Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute starten wir ein kleines Q&A zusammen. Und zwar, ihr habt Fragen auf Instagram gestellt und diese Fragen werde ich jetzt einfach mal nach und nach beantworten. Sie sind total bunt gemischt geworden, deswegen kann alles Mögliche jetzt da drin sein. Aber wir fangen einfach mal ganz easy damit an. Okay, Frage Nummer 1. Was machst du, um deine Gelenke zu stärken? Ja, einerseits trainiere ich natürlich, jetzt nicht besonders die Gelenke extra, aber ich benutze zum Beispiel keine Handgelenksbandagen, was auf jeden Fall meiner Meinung nach mehr ausmacht, als wenn ihr einfach Bandagen benutzt. Da gewöhnen sich die Handgelenke dann eher dran und es passiert schneller, dass ihr Handgelenksschmerzen bekommt, wenn ihr dann ohne trainiert. Frage Nummer 2. Was sind deine Ziele in den nächsten 5 Jahren? Ganz ehrlich, ich bin so ein bisschen weggekommen davon, von so weit in die Zukunft zu planen. Das heißt, ich habe zwar Pläne fürs nächste Jahr zum Beispiel, aber so weit in die Zukunft, bis 5 Jahre. Ich weiß nicht, was alles passieren kann. Ich hätte vor 5 Jahren auch nicht gedacht, dass ich heute da bin, wo ich jetzt bin, dass die Dinge alle so passiert sind, wie sie jetzt passiert sind. Und deswegen, man sollte so einen groben Fahrplan haben vielleicht, aber so genau planen für die nächsten 5 Jahre, das mache ich nicht mehr, sowas. Nummer 3. Von einer Skala von 1 bis 10, wie glücklich bist du? Ich würde sagen eine 8. 2 Punkte fehlen, und zwar ist es deswegen, weil eine Sache im privaten Bereich fehlt. Da werdet ihr auf jeden Fall noch, vielleicht wenn das Video rauskommt, habt ihr es schon erfahren oder in einem extra Video. Und das zweite ist halt berufliche Ebene. Da könnte sich auch noch ein bisschen was verändern, aber das werde ich schon irgendwie schaffen. Also in der Richtung werde ich auf jeden Fall was tun und daran arbeiten. Deswegen mache ich mir da gar nicht so einen Kopf jetzt gerade aktuell. So, was haben wir noch? Wann traust du dich, eine Gym-Challenge gegen mich zu machen? Ja, Digga, die Frage kam vom Alex. Jederzeit. Wir müssen einen Kameramann finden. Niki, vielleicht erklärst du dich dazu bereit. Und dann machen wir die Challenge demnächst bei dir im Sportsclub vor, am besten. Wann kommst du endlich kuscheln? Bald. Es sind noch 4 Tage. Ich glaube, jetzt sogar bei der jetzigen Zeit sind es nur noch 3 Tage. Und wenn das Video online kommt, dann war ich schon längst kuscheln und vielleicht schon das nächste Mal steht an. Okay, so. Was fördert Breakletics am meisten? Ich verstehe die Frage nicht so ganz, aber wenn du damit meinst, was am meisten trainiert wird, dann würde ich sagen, der kinästhetische Sinn. Das heißt, es ist der Tiefenspürsinn. Und für mich ist so das Körpergefühl sozusagen. Und ich finde, meiner Meinung nach wird das am besten trainiert, weil du halt Bewegungen hast, die du sonst einfach nie machst. Außerdem Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, Cardio, eigentlich wirklich alles. Es ist ein gutes Rundumtraining. Das Einzige, was nicht drin ist, sind halt Zugbewegungen, wie bei Pull-ups zum Beispiel. Aber das ist wirklich das Einzige, was man nebenbei noch ausgleichen müsste. Aber das Workout ist so flexibel, dass man da echt jede Menge selber noch umstellen kann und da super viel optimieren kann. Top-Übung für eine schöne Brust. Ja, es kommt natürlich darauf an, wo jetzt dein Defizit ist bei dem Brusttraining. Und bei mir ist es immer die obere Brust gewesen und mir haben da Überzüge sehr geholfen, Fleiß von unten haben mir sehr geholfen. Wenn aber dein Defizit woanders ist, nicht in der oberen Brust, dann musst du andere Übungen machen. Also meiner Meinung nach ist immer die Top-Übung die Übung, wo dein Defizit ist. Ist keine Frage, finde dich einfach sympathisch und mag deine Videos. Mach weiter so, Justin. Vielen, vielen Dank für dein Feedback. Mega cool, dass du dabei bist. Ich hoffe, wir werden noch ein paar mehr. Und ja, danke dir. Was sind deine Top 3, falls du welche hast, was vegane Proteinlieferanten angeht? Ja, dazu wollte ich sogar noch ein extra Video machen eigentlich. Aber jetzt schon mal die Top 3, wenn es super einfach sein soll. Hülsenfrüchte wie Kichererbsen, Kidneybohnen, Linsen und so weiter. Punkt Nummer 2 wäre für mich Vollkornnudeln. Die richtigen Vollkornnudeln haben auch richtig viel Protein. Und das dritte ist ganz klar so Ersatzprodukte aus Soja und so weiter, wie Like Meat oder von Rügenwalder Mühle macht auch schon ziemlich viel. Das sind eigentlich so die Top 3, würde ich sagen, die am meisten Protein liefern und wo es auch am unkompliziertesten ist, davon genug Protein zu sich zu nehmen. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Okay, es waren 11 Fragen, glaube ich. Eine Frage zu viel, als ich angekündigt habe. Ja, das letzte Q&A ist schon mega lange her, deswegen dachte ich einfach mal, ich mache mal Neues, weil es da doch sich schon einiges verändert hat. Die Fragen werden langsam spezifischer, habe ich das Gefühl. Aber viel, viel wichtiger sind eigentlich so die aktuellen Dinge im Leben, die sich verändert haben. Und wer mich von Anfang an verfolgt auf diesem Kanal, wird vielleicht auch so ein bisschen gemerkt haben, was sich selber bei mir verändert hat. Und das ist ganz klar in den Videos zu erkennen, was sich verändert hat. Deswegen sitze ich vielleicht auch jetzt beim Q&A gerade hier im Wald und nicht auf meinem Bett, damals noch in der alten Wohnung. Ja, ich weiß gar nicht, ob das alte Q&A noch online ist, aber wenn doch, dann checkt das doch mal ab. Ja. Vielen Dank fürs Fragen stellen. Ihr könnt gerne jetzt schon in die Kommentare die nächsten Fragen reinhauen und dann werde ich die direkt im nächsten Q&A beantworten. Ich werde das Video so ein bisschen außerhalb der Reihe jetzt rausbringen, weil ich plane ja immer voraus und ich möchte, dass ihr gerne die Fragen so schnell wie möglich bekommt, also die Antworten so schnell wie möglich bekommt. Deswegen ja, abonniert diesen Kanal. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Macht's gut.